So, damit hallo und herzlich willkommen zurück. Genau, wir haben letztes Mal hier alles Mögliche mitgenommen. Und werden natürlich jetzt zusehen, dass wir den Rest auch noch rausplündern aus diesem Kackdorf. Genau. Gerade wegen Bibliothek und sowas ist es mega, mega wichtig. Gut, okay, da fehlt uns eh noch was dafür, die essentiellsten Sachen. Aber wenn wir das schon mal haben, ist das viel wert. Also sehe ich zumindest so, ne? Das kann ja jeder anders sehen. Er hat Äpfel dabei. Äpfel sind gut. Und eine Pferderüstung. Das ist auch gut. So. Das heißt, die Erde packe ich mal weg. Großzügig wie ich bin, die schenke ich ihm. Die kann er behalten. So, gucken, was hast du hier? Nichts. Das auch nichts. Noch nicht mal was zum Rausklauen. Sieht mir auch nach Karotten aus. Ja. Hey, ich wollte gerade sagen, so sehen doch Karotten aus. Genau. Super gut. Noch mehr Kartoffeln. Wie gesagt, haben sie eh nicht verdient. Aber ich kann die gebrauchen. Sehr, sehr schön. Na, keine Geheimnisse hier. Haben schon Angst. Nein, bitte nehme nicht noch meinen Rest. Tja, das hätte er sich früher überlegen müssen. Ah ja, ich will aber kein Papier. Aber Papier kann man mega easy selbst herstellen, also da braucht man nichts anderes für. Find ich jetzt, ne? Kann ja auch jeder wieder anders sehen. So, da oben ist noch ein Beet. Das soll wahrscheinlich versteckt bleiben von mir. Aber auch diese Karotten, beziehungsweise in dem Fall sind es Kartoffeln, werden wir finden. Mann, ja, richtig viele schon. Wow. Klar, so ein bisschen Brot machen, ne? Warum nicht? Sehr schön. Das heißt, dann können wir hier auch gleich wieder zurücklatschen, alles wegbringen. Sehr geil. Ich kletter mal hier rauf, einfach mal um zu gucken, ob vielleicht noch was anderes in direkter, unmittelbarer Nähe ist. Die lebt okay, da hinten geht die Wüste noch ein ganzes Stück weiter. Ja, wir sehen es, ne? Bis dahin sind wir immer nur gegangen. Also wir konnten das von dort aus dann gar nicht sehen. Ja, die geht hier so einmal drumrum. Ja, dann machen wir das. Ist natürlich auch geil aus. Da oben mit dieser riesigen Höhle und da entsprechend, ne? So. Das heißt, wenn wir noch mal kurz ein bisschen reinschauen, Lucky tun. Ja, wir machen ein bisschen Lucky Lucky tun hier. In meiner Hoffnung, dass Creepy McCreep nicht da ist. Aber ich habe hier, glaube ich, gerade noch nichts gesehen. Gut, hat ja nichts zu bedeuten, ne? Wir wissen ja, wie das ist. Der kleine, fiese Mistkerl, der versteckt sich ja gerne mal so richtig gut. Ja, und kommt dann immer raus, wenn man ihm den Rücken zudreht. Oder wenn man einfach nicht mit ihm rechnet. Gut, aber hier in der Höhle kann er schon mal nicht mehr spawnen. Sehr schön. Okay, ist aber, ja, okay, was ist hier noch? Ne, ist auch nichts. Aber bietet sich eigentlich voll an, hier was zu bauen, ne? Dadurch, dass du deine eigene Wasserquelle hast, finde ich schon mal mega geil. Ja. Manchmal denke ich auch, ob ich Minecraft durch 7 Days to Die ersetzen sollte.
Oder irgendwas anderes in dem Bereich. Irgendein anderes Klötzchen, Survival-Bastelspiel, was ein bisschen mehr bietet. Aber das haben wir schon vor Jahren, als wir damals angefangen haben, immer wieder mal so versucht, überlegt. Aber letztendlich sind die Leute ja so festgefahren und eingefroren, was so Alternativen angeht, dass man da ja keine Chance hat, ne, mehr irgendwas anderes halt mit zu etablieren. Ist eigentlich schade, finde ich. Das ist echt schade. Aber gut, lässt sich halt nicht ändern, ne? So, ich schmeiß noch das Fleisch hier rein. Den Rest können wir beiseite schaffen. Ja, die Kiste nehme ich mal mit. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich glaube, für eine Klamotte reicht es nicht. Ja, dafür auch nicht. Für Schuhe müsste es reichen, höchstens. Boah, wir können uns Lederschuhe machen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so verkehrt. Eisen haben wir gar keins mehr. Es ist echt scheiße. Ja. Das ist richtig, richtig kacke. Ich packe mal das Akazienholz hier mit rein und auch diese Baumsetzlinge, gerade die. So, die ganzen Kartoffeln. Ne, das behalten wir. Das nehme ich wieder mit. Karotten lassen wir. Also nehmen wir die Hälfte mit. Weil die Karotten können wir halt so essen, ne? So. Kohle können wir hier lassen. Diese ganzen Steine und das Creeper-Pulver. Holz nehme ich mit. Die Kiste auch. So. Achso, wir haben noch eine als Ersatz. Das ist ja super. Dann würde ich fast sagen, genau, das ist fertig. Lass mal das nochmal braten. Damit ich die Fischchen anlegen. Ja, guck mal, sieht doch schon gleich viel besser aus mit diesem Klotz da am Bein. Ja. Ja, oh mein Gott, ey. Achso, die Bücher. Siehst du, Bücher können wir noch hier lassen. Genau, das wäre nicht schlecht. Dann würde ich sagen, mal kurz überlegen, brauche ich noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht. Also die kann ich eigentlich auch hier lassen, die beiden Stücken. Die werde ich dann auch nicht benötigen. Nee, Bett haben wir dabei. Wunderbärchen oft. Also, genau, auch Brot machen. Ich denke, dann sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet, ne? Und dann können wir mal weiter in die Wüste hotten. Ja, es wird jetzt zwar gerade gleich Nacht, aber es ist ja egal, dadurch, dass wir ein Bettchen dabei haben. Das schmeißen wir dann halt schnell auf den Boden, ne? Und dann geht das ja. Dann kriegen wir das hin. Wo ist da hinten mit der Wüste? Sah schon verlockend aus. Und wenn wir da vielleicht Glück haben, dass da ein Tempel ist, warum nicht, ne? Ja. Warum denn nicht? Viel Sandstein wäre hier möglich, ey. Wahnsinn. Aber es gibt ja jetzt doch häufiger davon. Wenn ich überlege, ganz, ganz am Anfang, da gab es ja keine Dorfbewohner, das ist ja nur diese leerstehenden Siedlungen, ja, und die gab es ja wirklich eigentlich nur in Wüsten. Also ich habe damals nie woanders eine gefunden, außer in der Wüste. Und das hatte sich ja dann zum Glück alles mit der Zeit geändert, sodass man halt auch in anderen Regionen was finden konnte. Und dann kam ja diese Tempel das erste Mal hinzu, wo man dachte so, boah, geil, ne? Ja. Ja, schon ganz cool. Also es hat sich im Laufe der Jahre, wenn man das so überlegt, seit damals, seit ich das erste Mal gespielt habe, hat sich schon wirklich, also seitdem hat sich viel getan. Aber wenn man sich das insgesamt anguckt, so in den letzten Monaten, gut, das Aquatic-Update ist jetzt nicht schlecht, aber
wie gesagt, es fehlen so andere Punkte, ne? So eine gewisse Richtung, die es einschlagen könnte, tut es einfach nicht. So. Wir gucken, können wir jetzt ins Bettchen? Nee. Doch, da geht's. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.